Schönen guten Morgen, Burgenland-Extrem 2023. Es ist 2.50 Uhr morgens. Es ist kalt, es regnet ein bisschen. Tja, schauen wir mal, wie es um 4.30 Uhr beim Start ausschaut. Ich gehe jetzt nochmal schlafen. Bis später. Ja, muss man ja. Wir sind hier kurz vor Palf, noch in den Hügeln. Es ist spiegelglatt, eisig. Guten Morgen, 7.20 Uhr, 28 Kilometer. Wir sind irgendwo in Ungarn. Hübsch. Burgenland Extrem. Extrem Bundesstraße, schaut gut aus mittlerweile alles. Ist klar, noch 85 Kilometer glaube ich oder so. Ja, doch noch etwas. Ja. So, 40 Kilometer. Da ist es wild romantisch. Jetzt sind wir da bei der Kuhwiese. Steaks herkommen. Ja, da hinten sind die guten Steaks. Ja, 40 Kilometer haben wir. Geht ganz okay. Puh, ja, jetzt kommt der Wind. Da ist zwar noch windgeschützt und das ist einer der romantischsten Teile. Also viel Wald und Wiese und Mukulis und Urlieb und so. Ja, man hört es vielleicht schon, jetzt fängt es pfeifen an. Jetzt, wenn es aus dem Wald rausgeht, Richtung Abeltern rauf, das wird jetzt eine Betonpiste. Jetzt wird es dann echt grauslich. Ja, wie gesagt, zeitlich alles im Plan, alles gut. Keine Vorkommnisse, jetzt schauen wir mal Impressionen. So schaut es da aus. Es ist schon ein bisschen Romantik ist schon. Ah, da, Schaf. Nee. Alles da, alles drum, alles dran. Ja. Burgenland Extrem kann man machen, muss man nicht mögen. Warum mache ich das eigentlich jetzt? Ja. Bis später. So. Da sind wir. Wo wir sind? So, bitte. Ha. Hübsch, oder? Nirgendwo. Urfahrt. Flach, windig, eiskalt. Wirklich kalt. Und noch 66 Kilometer. Ja. Boah. Ja, es ist. Ja, wo sind wir? Beim Seewinkel da hinten. Da ist irgendwo die österreichische Staatsgrenze. Also wir sind noch irgendwo in Ungarn. Ja, Fahrt. Da drüben ist ein bisschen Neusiedlersee. Also das Wien. Also die Überbleibsel vom Neusiedlersee. Vielleicht sehen wir heute noch ein bisschen was. Ja, so schaut es jetzt die nächsten Stunden auf jeden Fall noch aus. Wir sind jetzt bei Stunde 5. Also, ich habe noch 10 Stunden. Bäh. Alle Jahre wieder. Vor uns die österreichische Staatsgrenze. Das hier werden wir gleich sehen. Ich sag's euch, ich bin am Tiefpunkt.
absoluter Tiefpunkt. Es, ja, tatsächlich, ich bin am tiefsten Punkt Österreichs. Der ist da hinten ist der tiefste gemessene Punkt Österreichs. Also für eigene Motivation, ab hier geht es in alle Richtungen nur mehr bergauf. Es ist besonders toll, wenn du schon 6 Stunden unterwegs bist oder 5,5. In der Einöd, es ist eiskalt, 0 oder minus 1 Grad, es pfeift mit 20 bis 30 Kilometer pro Stunde Gegenwind und du bist am tiefsten Punkt Österreichs. Na, dann kann es ja nur mehr, wie man so schön sagt, bergauf gehen. Bis später. So. Wir sind Illmitz. Ja, schön ist da. Wirklich schön. Und ich bin urbegeistert gerade. Es ist so richtig schön kalt. Im Zwischenstopp in Alton, in dem Wirtshaus, habe ich gesagt, ich will da Wasser. Ich habe mich groß angeschaut. Ich habe gesagt, ich muss meine Flaschen mit Wasser füllen. Die kennen da kein Wasser. Ich glaube, die hätten einen Wein, ich gesagt hätte Wein oder Bier, hätten sie mir sofort gegeben. Aber dass jemand Wasser will, sehr unüblich. Na gut, weil ja schon schön Wind geht und es schön kalt ist, gibt es lustige Sockenmonster. Ja, ich schlauer Mensch, habe natürlich meine warmen Handschuhe vergessen einzupacken, also müssen die Sockenmonster-Handschuhe herhalten. Und ja, so. Noch 6, 7, 8, naja, 8 Stunden werden schon noch werden. Oh, ja, irgend sowas. Naja, bis später. Kilometer 63. Wuhu! Nichts Neues, außer schöne Pferde gibt's da. Aha. Naja, und viel Wein. Also momentan nicht, aber im Sommer. Nichts. Ein Vogel. Ja, geht man sehr einsam. Aber man stinkt auch entsprechend. Also so wie man da stinkt, da gehst du immer allein. Das Aceton von der Fettverbrennung ist schon richtig grauslich. Naja, na gut. Aber wie gesagt, die Hölle ist dann da vorne rechts ein Turm. Den werden wir uns dann gleich anschauen. Und dann schauen wir, dass wir der Hölle entkommen. Dann geht es nach Bodersdorf. Ja. Die Hölle. Da sind wir in der Hölle. So schaut es da aus. Ein Turm, irgendein Stein, Zelt und eine Labstation, die sie jetzt erst aufstellen. Bin ich doch so schnell? Also 8 Stunden 30 unterwegs. Wo sind wir? Bodersdorf am See. Ja, und ab hier, genau ab hier, ist es jetzt noch ein Marathon bis ins Ziel, 42 Kilometer. Wisst ihr, was das kleine Glück ist, dass du da nach so vielen Stunden mal was, nicht nur ein Energieriegel, sondern mal ein bisschen was zwischen die Zähne, herrlich, lecker, kalt. Aber lecker. Oh, es schneit. Bodersdorf im Schnee. Auch fein. Dann hoffen wir mal, dass der Schnee jetzt nicht mehr wird. Weil sonst wird es auch noch ein verschneites Ende. Buh, ist da kalt. Buh.
Da sind wir. Nach schier endlosen Kilometern. Na, wo das Dorf. Das hat kein Ende genommen. Sind wir jetzt zwischen Weiden und Neusiedl. Ist sehr kalt, Gott sei Dank, dadurch ist es nicht nass. Ja, die Gegend ist prickelnd und absolut berauschend. Es ist wirklich das Grauslichste, ist 10 Stunden lang in so einer Gegend im Winter zu verbringen. Also, das ist fürs Auge, tut es so weh. Ich meine, die Natur ist schön. Ich habe 2 Vögel gesehen bis jetzt, also kleine Zugvögel, ja, aber naja, Winter. Oh ja, ein paar Hunde in Ungarn. Ja, so geht es jetzt da weiter bis Neusiedl. Immer wieder da entlang den Fahrradweg B10. Ja, es ist halt, man muss es mögen. Also, gibt sicher Leute, die das wild romantisch finden. Würde ich vielleicht auch. Aber nein. Jeder wie er mag. So, runterspulen. Wir sind bei Kilometer 82 mittlerweile. Das heißt noch 30 bis ja, 31 Kilometer. Bei der jetzigen Geschwindigkeit, Jossas, ne? 4 Stunden 45 Minuten wahrscheinlich noch. Und dann haben wir es geschafft. Ja, Beine halten, Füße halten, Sehnen halten, wo energiemäßig sollte es sich ausgehen. Ja, na schau. Es tritt genau das ein, was ich befürchtet habe. Es schneit mit Gegenwind. Es ist beißend kalt. Ja, naja. Burgenland extrem muss ja auch extrem sein, sonst ist ja fad. Also fad ist sowieso, aber. Party! Utz, 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 utz. Es ist ein paar Stunden zu früh und es ist ziemlich graulich. Naja, wir wollen es ja extrem und es ist ja fad, sonst ist es ja nicht Burgenland extrem. Oh, einmal heiß, einmal kalt, einmal Schnee, einmal Sonne, kann man nicht recht machen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt echt nur Scheißwetter. Wir nähern uns jetzt gleich den 12 Stunden und was ist geworden? 12 Stunden werden 95 Kilometer sein, vielleicht sogar ein bisschen. Na, 95 Kilometer, ganz genau sogar. Wie das ja. Also, ja. 12 Stunden auf den Beinen. Ja. So, 100 Kilometer, 12 Stunden. 12 Stunden, was weiß ich, 45 Minuten, 100 Kilometer, es schneit, es ist jetzt nass, jetzt werden langsam die Schuhe auch nass. Klar, sind ja auch keine Trailschuhe, sind ja auch Schuhe für normales Wetter. Grauslich, finster wird's. So ist die Aussicht da vorne. Also, es ist echt eklig jetzt. Ja, noch 13 Kilometer. Klingt nicht viel,
Aber nach 100 Kilometern sind 13 Kilometer wie 26. Blah. Eins, zwei, drei. Geht laufen noch? Ja? Laufen geht noch. Schau an. Schau an, es geht sogar noch. Tada! Tada, Feuerwehr. Da! Bitte sehr. Tada! Yippee! Gratuliere! So, sag ich was. Das war schlimm. 14,43. Ja.